Der Pico H0 Messwagen kommt als Expert Plus Modell in den Fachhandel. Der Messwagen ist eine komplette Pico Eigenentwicklung. Hinter den Schiebetüren des Messwagens ist einerseits das gut ablesbare Display untergebracht, auf der anderen Wagenseite ist der Zugang für das elektronische Innenleben gegeben. Auf der Leiterplatte sind kleine Drucktaster und ein Micro-USB-Anschluss angebracht. Mit dem linken äußeren Taster wird der Wagen eingeschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED auf. Der Taster mit der Bezeichnung Mode dient zum Umschalten des Sprachmenüs von Deutsch auf Englisch. Mit dem Reset-Taster kann ich die Einstellungen und Messwerte zurücksetzen. Der letzte Taster dient zum Einschalten des WLANs. Ist das WLAN betriebsbereit, leuchtet zur Kontrolle eine blaue LED auf. Der Messwagen ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Folgende technische Messmöglichkeiten und Raffinessen liefert der Wagen: exakte Ergebnisse der Modellgeschwindigkeit, zurückgelegte Wegstrecke in verschiedenen Maßeinheiten, er zeigt die Steigung und Gleisüberhöhung an, liefert Messwerte zur Gleisspannung DC und zum Digitalsignal DC. Der Wagen baut einen eigenen, unabhängigen WLAN Access Point auf. Die Messwerte werden in Echtzeit über das eingebaute Display angezeigt oder können via WLAN an Android-N-Geräte wie Smartphones und Tablets oder an den PC übertragen werden. Die Verwendung einer DCC-Sniffer-Adresse ist möglich. Der Wagen ist für den DC- und AC-Betrieb sowohl analog als auch digital geeignet. Nach der kurzen theoretischen Vorstellung will ich Ihnen jetzt, liebe Modellbahnfreunde, den Messwagen mit ausgewählten Beispielen im Praxiseinsatz vorstellen. Als Testobjekt habe ich mir eine Anlage ausgesucht, in der alle Betriebsmöglichkeiten vorhanden sind. Vom Streckenbetrieb über Schattenbahnhöfe, Tunnelbetrieb bis hin zu stromlosen Neubaustrecken inklusive Gleiswendel. Das ermöglicht uns die Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. hier in Berlin-Wedding. Damit die kurze Demonstration auch gelingt, werden zwei Modellbahner des Clubs mich bei der Forschung des Pico-Messwagens technisch unterstützen. Es sind Norbert Suchmüller und Ulrich Berner. Die Praxisvorstellung des Messwagens wird in zwei Abschnitten erfolgen. Zum ersten fahren wir den Wagen ohne der kostenlos angebotenen Android-App. Da erfolgt die Auswertung der Messergebnisse direkt über das Display am Wagen. Als zweites werden wir die kostenfreie Android-App des Messwagens von der Pico-Webseite herunterladen und auf ein Android-Tablet installieren, sowie die Einstellmöglichkeiten und die Messfahrt an Beispielen demonstrieren. Diese App funktioniert selbstverständlich auch auf einem Android-Handy. Das Modell des Messwagens aus der Expert Plus-Reihe kommt mit Auslieferung, wie bei der E-Log der Baureihe 152 bereits vorgestellt, in dieser neuen Verpackung. Der Messwagen ist nach Aufsetzen auf das Gleis, sobald Spannung anliegt, sofort betriebsbereit. Im oberen Teil des gut ablesbaren Displays geben Symbole den Betriebszustand des Wagens wieder. Sie bedeuten von links nach rechts gelesen. Gleissignal digital oder analog. Datenspeicher, keine Messfahrt oder Messfahrt aktiv. USB-Status, aktiv oder nicht vorhanden. WLAN oder Wi-Fi, Status an bzw. aus und zeigt den Akkuladezustand an. Neben der Messanzeige, die alle Daten auf einen Blick liefert, können diese Werte auch einzeln angezeigt werden. Setzen wir den Messwagen für eine Praxisvorführung auf eine Modellbahnanlage. Zuglok ist die E-Log BA111, die zeitgleich wie der Messwagen im Handel angeboten wird. Zuerst sehen wir bei dieser Demonstrationsfahrt das Display, das alle Messwerte wiedergibt. Wem das zu viele Infos auf einmal sind, der kann auch eine von den 7 möglichen Messmöglichkeiten separat auswählen. Wie zum Beispiel die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit.
Der interne Akku hat sich durch unsere Messfahrten bereits aufgeladen. Dadurch können wir unseren Messwagen auf stromlosen Abschnitten, wie zum Beispiel hier am Gleiswendel oder Streckenbaustellen, einsetzen, um Steigung oder Neigung des Gleises zu ermitteln. Zuerst ermitteln wir die Steigung am Gleiswendel. Und jetzt die Gleislage, also die Neigung des Gleises. Ich habe Ihnen gezeigt, wie der Messwagen ohne Android-App funktioniert. Jetzt schalten wir einen Komm-Vorgang höher und benutzen den Messwagen mit der dazugehörigen kostenfreien angebotenen Android-App von Pico. Wie mache ich das? Zunächst gebe ich die Adresse der Shop-Webseite von Pico in meinem Browser ein. Hier finde ich drei Programme, die zur Bedienung und Nutzung des Messwagens zusammengehören. Als erstes die Android-App für das Tablet oder Handy. Als zweites für den PC das Config-Tool für den Messwagen. Damit kann ich alle technischen Features und Raffinessen komplett ausreizen. Für Nutzer älterer Software gibt es unterstützende USB-Treiber für das Betriebssystem Windows XP. Und das soll es ja auch noch geben. Alle anderen Nutzer von WinVista, Windows 7 oder 10 benötigen diese Software nicht. Außerdem gibt es noch die kostenpflichtige Software, das Pico Analyst. Damit kann ich alle Messwerte und Ergebnisse mir grafisch auf dem PC anzeigen lassen und auswerten. Diese Software und das Config-Tool und deren Einstellmöglichkeiten wird Gegenstand einer weiteren Videoschulungsreihe sein, denn das würde jetzt den Rahmen der Vorstellung des Messwagens absolut sprengen. Mit Hilfe der App können bis zu 6 Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Schicken wir unseren Messzug auf die Reise. Er fährt von der Ebene in eine Steigung, Schattenbahnhof mit Gleiswendel und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Anzeige auf dem Display des Wagens zeigt bei der Fahrt die Gleisspannung an. Der Messwagen liefert zuverlässig, auch wenn sich der Zug unserer Sichtkontrolle entzieht, Messergebnisse an das Tablet. Der Zug ist wieder am Ausgangspunkt angekommen und auf dem Tablet sind alle relevanten Messwerte aufgezeichnet. Mithilfe dieser Daten kann man sofort Fehler im Streckenabschnitt erkennen und analysieren. So, liebe Modellbahnfreunde, das war die kurze Vorstellung des Messwagens von Pico hier auf der Großanlage der Modellbahn im ProSport Berlin Wedding. Ich denke, wir haben Ihnen einige interessante Einblicke in die Technik des Messwagens liefern können. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere vielleicht jetzt schon den Entschluss gefasst hat, das Ding muss ich haben. Kann ich Ihnen nur empfehlen, denn ein Modellbahner des Modellbahnclubs hier hat den Wagen ja auch eine Woche lang ausgiebig testen dürfen und folgende Bemerkung dazu geliefert. Wir hatten also im Club die Möglichkeit, den Pico-Messwagen ausgiebig zu testen. Wir sind erstaunt über die vielen Anzeigemöglichkeiten, die der Wagen bietet. Zum Beispiel Spannung, Gleichspannung, Neigung, Steigung, was andere Anbieter leider nicht können. Unter anderem auch mit der vorhandenen App für Tablets lässt sich das Ganze auch live mitverfolgen, um eventuell Fehler, die auf der Anlage vorhanden sind, schneller zu lokalisieren. Für ambitionierte Modellbahner ist dieser Wagen absolute Spitze.